meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo miteinander, heute gucken wir uns mal das Dilemma Schuldief und Funktionsweise Sperrschwinger etc. an. Ich habe mal auf YouTube einfach mal Sperrschwinger eingegeben. Liebe Grüße, Roy an der Stelle. Dich erwischt es jetzt leider auch. Ich muss hier mal was richtig stellen. Hier ist irgendwie ein Riesending am Löwen. Und naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt mal hier durchgeht, guckt, wenn ich Sperrschwinger eingebe, werden Videos von Schuldiefs gebracht. Ne, hier haben wir unseren den Vortrag, den ich in der Thorsten mal gemacht habe, der immer noch richtig ist. Vor 8 Jahren, ne? Seit 8 Jahren geht dieses Theater. So, und hab ich überlegt, machen wir jetzt mal hier Video. Und zwar der ausschlaggebende Punkt ist dieses Video hier. Ne? Das Problem bei der ganzen Angelegenheit, als erstes Mal, ein Schuldief ist kein Sperrschwinger. Das ist halt einfach falsch. Ich habe auch auf Wikipedia hier mal die Erklärung vom Schuldief rausgesucht. Die ist eben auch falsch. Es wurde immer noch nicht korrigiert. Mittlerweile haben sie aber das Video vom Elektronik hier haben sie rausgenommen. Vorher war ja noch das Video vom Elektronik. Oder ist es das hier? Warte mal. Ach nee, das ist das. Ja, nee, es ist noch drin. Genau. Wie es halt falsch ist. Und das Interessante, auch der Elektronik, er verwechselt halt auch einen Sperrschwinger mit dem Schuldief. Ich mache das jetzt so, ich will gar nicht lange rumdiskutieren. Wir drucken jetzt mal die 2 Schaltungen aus und vergleichen das einfach mal. Ich habe jetzt mal die Seite aufgerufen bei Wikipedia, Sperrschwinger. Und hier haben wir ein Schaltbild, das drucken wir uns gleich mal aus. Und hier siehe auch Schuldief. Unfassbar, ne? Naja. Ich habe das jetzt mal ausgedruckt. Das ist der Sperrschwinger von Wikipedia. Hier sogar gleich mit Uhrzeit, haben wir gleich einen Beweis, ne? Und Datum. Dann das Schuldief und die ominöse dritte Schaltung. Ich löse euch das am Ende dann nochmal auf und jetzt bauen wir das Ding mal. Fangen wir mal mit dem Sperrschwinger an. Ich habe dafür aus dem Video Wicklungsvergleich, aus meinem Wicklungsvergleich, die Wicklung Nummer 1. Also ist dieses Allerwelts-Schuldief auf dem Ringkern. Habt ihr ja auch in dem Video schon gesehen, verlinke ich an der Stelle nochmal. Das funktioniert auf jeden Fall als Schuldief, habt ihr ja in dem Video schon gesehen. Dann habe ich mir noch eine LED hergelegt. Und mir ist gerade aufgefallen, dass in dem Schaltplan, dass es ein PNP-Transistor ist. Ne? Zum Glück habe ich da ein paar da. Und habe auch schon PNP gebaut. Schuldief, das ist kein Problem. Und dann ist hier noch ein C, ein Kondensator. Da habe ich mir mal hier ein paar verschiedene hingelegt. Das ist ein Folienkondi. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Ich löte jetzt einfach mal die Schaltung zusammen. Als kleinen Hinweis, beim Schuldief ist ja immer hier mit diesem Anfang-Ende-Anklemmen. Ich hoffe mal, ihr wisst, was da gemeint ist. Das werde ich hier auch probieren. Ich werde einfach probieren, die Schaltung zum Laufen zu kriegen. Kleiner Hinweis an der Stelle, PNP, ne? Ist schon mal wieder, dass alle ein bisschen verwirrt sind. Naja, egal. Gucken wir jetzt mal rein. Vielen lieben Dank nochmal übrigens an Elektroatze. Viele liebe Grüße. Guckt mal bitte in der Beschreibung. Da ist der Atze auch verlinkt. Der hat nach 2 Sekunden das Ganze entlarvt. Das machen wir dann am Ende vom Video nochmal. Das auflösen und ja. Bis dann. So, ich habe die Schaltung jetzt mal aufgebaut. Hier ist nochmal die Belegung vom Transistor. Basis, Kollektor, Emitter. Also wenn man von vorne drauf guckt. Basis, in der Mitte Kollektor und außen Emitter. Emitter ist da, wo der Pfeil ist. Also Mittelanzapfung, wie ihr seht, von der Spule. Ich habe es hier so ungefähr wie hier gemacht. Also die eine Spule nach oben, die geht hier nach unten an die Basis. Und die Doppel an Emitter. Die Doppel habe ich jetzt mal noch nicht angelötet, weil ich ja eventuell noch mal oft trennen muss und die Wicklungen tauschen, falls es nicht schwingt. Den Kondensator, seht ihr auch, habe ich hier offen angelötet,
weil ich ja nicht weiß, was ich für einen brauche. Steht ja auch nicht in der Anleitung. Warum auch? Ne? Das weiß ja jeder. Ne? Also immer hier PNP zur Verwirrung und hier keine Angabe. Hier natürlich auch keine Wicklungsangabe. Warum auch? Ne? Richtung nicht angeht. Nix. Ist ja auch alles egal. So. Und da mache ich mir einfach hier eine GroKo-Klemme ran und kann jetzt, ich muss ja auf Emitter, auf Kollektor, kann einfach, Kollektor ist auch hier oben dran, ich kann auch hier oben rangehen. Ne? Also hier oben ist Mittelanschluss vom Transistor. So, und wenn der jetzt nicht passen sollte, habe ich mir hier noch ein paar zurechtgelegt und kann dann einfach mit der GroKo-Klemme ja, den jetzt noch reinhängen zum Beispiel. Das werde ich jetzt mal dann ausprobieren. Versuchen, die Schaltung zum Löwen zu kriechen. Jetzt hält natürlich die GroKo-Klemme hier nicht. Machen wir es mal so. Gut, ihr wisst Bescheid, ne? Also, dass ich mir das alles schön hier überbrücken kann, die Kondis. Und die LED ist hier in dem Schaltplan beim Sperrschwinger gar nicht angegeben. Ich mache das dann einfach wie beim Joule-Div über Emitter-Kollektor, ne? Da tue ich immer verpolen und rumprobieren, deswegen habe ich die nicht eingelötet, weil falls ich die Polung noch ändern muss oder sonstiges, um eben die LED leuchten zu lassen. Als Stromquelle nehme ich eine 1,5 Volt Batterie mit so einem kleinen Ding hier und damit die Spannung nicht fällt und nicht beeinflusst wird, hänge ich parallel das Labornetzteil mit 1,5 oder irgendwas 1,4 Volt noch parallel, dass die Spannung immer schön stabil bleibt auf der Batterie. Das baue ich jetzt noch auf und dann spiele ich mal ein bisschen rum und gucken wir mal, ob wir die LED zum Laufen kriegen. Zum Leuchten wäre vielleicht besser. Ich habe jetzt soweit schon mal alles angeklemmt, bis auf die LED und ein Minus. Ich habe, damit ich sehe, ob hier Kurzschluss ist auf der Batterie, habe ich mal noch einen Ampermeter reingemacht, falls ich irgendwie Kurzschluss mache, dass ich schnell abziehen kann. Ne? Ich habe mich gegen das Labornetz da jetzt noch entschieden. Nicht, dass das hier irgendwie meine Werte verfälscht oder sonstiges. Ich denke, 1,3 Volt sollten genügen für einen Joule-Div, beziehungsweise was ja ein Sperrschwinger sein soll. So, und jetzt haben wir noch gesagt, die LED von Kollektor gegen Emitter. Ne? Kollektor, wie gesagt, ist hier außen. Warte mal, nehmen wir die offene Klemme. Kollektor. Dann nehme ich jetzt mal Kollektor mal Minus. Ich verpulse jetzt mal. Ich mache da mal Plus hin von der LED. So, machen wir Plus ran von der LED. Und den Minus dann vom Emitter. Emitter ist das, wo die zwei Wicklungen zusammen sind. So, normalerweise müsste das jetzt laufen. Ich tue jetzt mal vorsichtig ranklemmen. Mal gucken. Da passiert schon mal gar nichts. Also die LED leuchtet nicht. Es zieht auch nichts. Also es macht irgendwie gar nichts. Wenn wir jetzt die LED mal umpolen, vielleicht habe ich sie ja verkehrt rum drin. Auch gar nichts, leuchtet überhaupt nichts. So, jetzt ist natürlich, kann natürlich sein, dass der Kondensator falsch ist, hatte ich euch ja gesagt. Ich habe hier mal so ein paar gängige Joule-Div-Kondensator, sage ich mal, hergetan. Vielleicht müssen wir ja auch anschwingen, wobei natürlich davon nichts steht. Wir probieren es mal. Wenn ich anschwinge, jetzt zieht es 200 mA. Oh, jetzt muss ich mal abklemmen. Vielleicht habe ich jetzt einen Kurzschluss gemacht. Jetzt klemmen wir nochmal um. LED verpolen. Jetzt schwingen wir nochmal an. Wobei, ich glaube, das Anschwingen ist eher ein Kurzschluss. So, ich habe jetzt mal alles zusammengelötet, bis auf Plus und Minus hier. Und wenn wir jetzt mal anklemmen, stellen wir schon mal einen signifikanten Unterschied fest zu dem einfachen Joule-Div, dass die Schaltung, ähnlich wie meine, wie bei meinem Modus, die Schaltung nicht selbstständig angeht. Ne, das ist eben schon der erste Unterschied zwischen den zwei Schaltungen. Ich gucke jetzt mal, ob ich es mit dem Magnet eventuell ankriege.
Nee. So schnell jetzt nicht. Ich kann aber einfach den Kondensator mal kurz überbrücken. Zack. Und dann leuchtet die LED mit, ja, sind jetzt bei 1,05 Volt und es verbraucht 200 Milliampere. Ich habe jetzt mal das Ostsee noch angeschlossen und wir gucken uns jetzt mal die Spannungen an von dem Aufbau auf dem Oszilloskop. Dazu gehe ich jetzt, die erste Messung machen wir an Minus vom Ostsee und messen jetzt einfach mal die Basis als allererstes, würde ich sagen. Das ist jetzt das Basissignal, also Trigger könnte man sagen. Und jetzt wechseln wir mal auf Collector. Nee, Quatsch. Ich muss auf Emitter, Entschuldigung. Emitter. Man will nachtriggern. Und wir haben, ja, ich sag jetzt mal ein Dreieck. Oder Sägezahn. Ja, wohl, nee, ist eher Sägezahn. Ne? Sagen wir mal ungefähr Sägezahn. Ich kann jetzt noch mal, wenn ich noch mal weggehe, gucken wir uns noch mal die Basis an. Das ist annähernd dasselbe Signal. Ne? Einfach jetzt mal die Signalform. So, die Schaltung entwickelt jetzt auch schon schön Wärme. Ich denke mal, das ist auch das, wovon ja, viele im Internet reden und schreiben, vor allen Dingen der Elektronik. Ne, dass alles warm wird und heiß wird und scheiße ist. Ja gut, wenn du Sperrschwinger baust, dann sagen wir mal nach dem Prinzip, dann ist es auf jeden Fall richtig, dann ist das scheiße. Also wir haben, sagen wir mal, 170 Milliampere, das ist schon ganz schön heiß, ich mache jetzt mal aus. 170 Milliampere, ganz vereinfacht gesagt, der größte Unterschied, den ihr jetzt erstmal sehen konntet, ist, dass es die Schaltung nicht von alleine losgeht. Ne? Und jeder, der schon mal ein Schulti gebaut hat, weiß, dass die Schaltung von alleine losläuft. Das ist, ne, Punkt Nummer 1. Können wir mal festhalten. Anschreibe ich jetzt einfach mal. Ihr wisst ja Bescheid. Ne? Punkt Nummer 2, beziehungsweise das schreiben wir uns jetzt einfach mal auf. Das war wie ein Sägezahn-Signal. Ne? Ihr habt es ja auf dem Video gesehen. Ich male es jetzt einfach mal hin, damit wir das noch mal so ein bisschen im Vergleich haben. Jetzt baue ich den ganzen Mist hier ab, das mache ich jetzt in Zeitraffer und nehme hier ein Joule-Div rein. So, ich habe jetzt mal, damit ich nichts Neues bauen muss, mein Joule-Div, oh, ich mache mal die Batterie noch raus, nicht, dass es hier einen Kurzschluss gibt. Mein Joule-Div, was ich in dem Testlaufen habe, da machen wir ja bald auch den Hangout-Livestream dazu. Deswegen will ich euch jetzt nicht die Spannung hier zeigen, dass ich zu viel teaser. Lieber nur im Betrieb. Der ein oder andere weiß jetzt schon dann warum, weil, wie gesagt, ich will das, wie gesagt, euch noch zeigen. So, ich habe jetzt hier eine LED, die leuchtet nur minimal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist echt ein sehr, sehr sparsamer Kandidat, sage ich mal. Nochmal, wenn ich euch das so in die Kamera halte, ja, so seht ihr das wahrscheinlich besser. Weil so ein scheiß Joule-Div, was 200 Milliampere zieht, ich weiß gar nicht mehr, wie man sowas baut. Da müsste ich, keine Ahnung. Ja, weiß ich echt nicht. Also so beschissen, tja, ohne Vorwiderstand oder ohne alles, würde das eventuell gehen, dass man es wirklich richtig scheiße hinkriegt. Ne? Wird natürlich schon ein bisschen heller, aber darum soll es ja jetzt mal nicht gehen. Wir wollen uns ja grundlegend mal die Funktion angucken. Ich mache das jetzt so, ich unterbreche hier den Minus, dass wir wieder die Ampere messen können. Zack. Das kann natürlich sein. Doch, die Schaltung geht noch. Ne, weil das beeinflusst das ja auch ein bisschen. Ich kann das jetzt nicht heller stellen wegen dem Test und so. Wie gesagt, wenn ihr mir das nicht glaubt, testet es einfach selber. Probiert ein bisschen rum und dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen, dass das so nicht ganz das gleiche ist. Als allererstes signifikanter Unterschied. Ich denke mal, schaffen wir, man kann das in der Kamera sehen. Na, ein bisschen rund. So. Na. Wenn ich jetzt an, also ab, anklemme,
So. Also hier ist der Unterschied schon mal, dass wenn ich die Schaltung zusammenschließe und alles richtig angeklemmt, wie gesagt, beim Schuldief bitte beachten, dass ihr die Anfang, Ende von der Windung tauschen könnt, müsst, je nachdem. Ne? Da habt ihr hier zum Beispiel hier die zwei Punkte, Anfang, Ende. Ich hau euch den Schaltplan, machen wir nochmal ein schönes Bild. Ne? Da habt ihr die zwei Punkte bei der Wicklung. Das bedeutet, ich glaube, Anfang ist der Punkt immer. Ist ja egal, das könnt ihr euch raussuchen, ob das Anfang ist oder Ende der Punkt. Wichtig ist, dass ihr Anfang, Ende, wenn ihr das Schuldief wickelt, wie es alle wickeln, dann müsst ihr es so machen. Wenn ihr es wickelt, wie ich wickel, sind die zwei Punkte oben. Ne? Da müsst ihr euch aber mein Wicklungsvideo angucken. Und dann könnt ihr das euch nachbasteln. Was jetzt hier schon mal auch noch auffällt, es zieht so gesehen erstmal nichts. Ne? Ich tue jetzt mal, hör mal. Wir messen jetzt mal noch die Spannung im Betrieb. Das kann ich zeigen, das habe ich ja im Video schon gezeigt. So, und der eine oder andere weiß jetzt schon aus den vergangenen Videos. Ich hoffe mal, man sieht das hier alles. 1,26 Volt hat die Batterie. Der eine oder andere weiß ja schon, dass das ordentlich anzeigt. Ne? Es leuchtet auf jeden Fall nicht so hell und zieht auch sehr viel weniger. Und wir gucken uns jetzt mal das Signal von dem Schuldief an. Minus wieder an Minus. Und ja, machen wir zuerst mal Basis. So, Schaltung ist angedimmt. Seht, da leuchtet's. Das ist unser Basissignal. Tja, mit viel Fantasie ist es ein ganz platter, abgeschnittener Sägezahn, sage ich mal. Jetzt gehen wir mal noch auf Kollektor. Nee, Quatsch. Ach, was mache ich denn hier ran? Hier. Ja, habe ich zwar ein Signal, aber das kriege ich jetzt nicht mal getriggert. Ja, ich habe es leider festgestellt, dass mit diesem Ultra-Schuldief, das kann ich euch nicht so schön zeigen, wie ich möchte. Das heißt, ich disponiere mal jetzt ein bisschen um. Das klemme ich aber gleich wieder an. Also zur Vollständigkeit halber, das Schuldief war jetzt 10 Sekunden abgeklemmt. Aber ich denke, das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich tue es wieder an seinen Platz. So, ich habe hier mal noch ein älteres Schuldief, was ich rumliegen hatte. Hatte, keine Ahnung. Das betreibe ich jetzt einfach mal ganz schnell mit dem Labornetzteil. Ich lasse ein Minus aber trotzdem über Ampermeter laufen. So, ich habe das Schuldief jetzt mal dran. Eingangsspannung sind wir bei 12,8 Volt. Und wir verbrauchen 0,01 Milliampere und betreiben eine 12 Volt LED. Damit wird auch, glaube ich, nichts warm. Na gut, nee, da kann nicht warm werden. Wir gehen wieder eingangs minus gegen beziehungsweise in dem Fall gehen wir mal direkt an Transistor minus. Gucken uns mal die Basis an. So, Schaltung läuft. Ich bin jetzt an der Basis. Ja, was sagt ihr? Das ist also oben irgendwie ein bisschen abgehackt. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht... Oder, nee, das müsste eigentlich hinhauen. Ist komisch, warum das jetzt so abgehackt ist. Ist egal. Auf jeden Fall, ja... Also die Frequenz ist deutlich höher. Beim Schuldief gegenüber dem Sperrschwinger, so wie er halt aufgebaut ist. Und ja, das Signal, also jetzt könnte man schon fast eher Dreieck sagen, oder? Ja, ich würde sagen Dreieck-Signal, also ungefähr, ne? Das andere war halt schon mehr Sägezahn. Und jetzt gehen wir mal auf Kollektor. Das geht's, hier geht's erstmal aus dem Bild. Und wir haben, naja, geht schon so ein bisschen Richtung Sägezahn, sage ich mal, ne? Aber ist
schon auf jeden Fall ein Unterschied. Und der Unterschied ist eben nochmal immer, dass das Tooltip geht alleine an, weil die Basis vorgespannt ist. Das gucken wir uns im Schaltplan nochmal an. Und ihr seht es hier auch am Verbrauch. Wahrscheinlich kann man das, vielleicht kann man das ja auch noch ein bisschen pimpen, dass das ein bisschen besser geht. Aber grundlegend ist halt hier, ihr habt es ja gesehen, es geht eben nicht von alleine an. Das hat schon irgendwo was mit dem Tooltip zu tun. Ne, also vom Grundprinzip her, dass man eben aus weniger Spannung eine höhere Spannung macht, das Prinzip geht bei beiden, aber das ist definitiv nicht dasselbe, ne? Und auch nicht das gleiche. Ja, im Grunde genommen war es das jetzt schon. Wir haben uns jetzt auch nochmal die Signale angeguckt, die sind halt auch ein bisschen anders. Die Frequenz ist wesentlich höher bei so einem Tooltip. Ja, ich denke im Großen und Ganzen haben wir es jetzt. Ich schnappe mir jetzt nochmal den Schaltplan und wir quatschen da mal noch ein paar so grundlegende Sachen. So, also nochmal eine kurze Zusammenfassung. Hier haben wir einen Sperrschwinger nochmal. Die Schaltung, die wir zuerst gebaut haben. Dann den vermeintlichen Tooltip, was im Endeffekt aber in Wirklichkeit dieses Dingsbums ist. Der Meissner Oszillator. Also wenn ihr euch das hier unten mal wegdenkt, dann habt ihr, oder zum Beispiel einen Looper, wobei die Vorspannung hier, das braucht ihr nicht, beziehungsweise könnt ihr eben hier an der Basis wie beim Tooltip machen. Ne? Das ist 1930, glaube ich, oder so. Ne? Das wäre dann hier Tooltip, beziehungsweise, nee, das ist Bedini-Ausgang. Ne? Das wäre so Bedini. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Schaltprinzip wie beim Bedini oder Tooltip. Also ich sah, der Meissner Oszillator kommt viel näher hin. Wobei er verbindet im Grunde genommen beide Step-Up und Step-Down. Ne? Gut, da könnt ihr ja mal mein Video hier Bedini-Style, Bedini-Tooltip-Style, Step-Up, Step-Down angucken. So, ich hänge euch jetzt mal ein, weil ich will mal mit euch noch ein bisschen malen, dass das auch eventuell ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist, auch im Schalt. Ich habe mir jetzt mal einen Rotstift besorgt und einen schwarzen. Dass wir uns mal auch im Schaltplan die Sache angucken. Und zwar würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit Rot Plus an. Also wir gehen beides mal von 1,5 Volt aus. Und hier ist die Plusleitung. Jetzt liegt hier noch der Sperrschwinger. Na egal, den haben wir ja gerade gebaut. So, also Plusleitung so hier lang. Das ist der Stift fast alle. Ne? Und geht hier an L1. So, wenn wir jetzt einen Stift nehmen, der auch geht. Naja, ihr wisst, was gemeint ist, ne? Also Rot gleich L1. Ich mache jetzt mal einen Punkt an Anfang oder so, wisst ihr, sonst wissen wir das ja gar nicht. So, und da sehen wir schon im Schaltplan den ersten signifikanten Unterschied. Hier ist Batterie Plus wieder, ne? Wir kommen hier hoch. Ja, mein, der Stift ist auch alle meine. Meine Rotstifte sind alle, das gibt's doch gar nicht. Einen hab ich noch. Guck mal, der geht. So, Plus kommt hier. In dem Fall ist der Vorwiderstand natürlich meiner Meinung nach zur Verwirrung oder aus Unwissenheit oder Nichtverständnis, ist der jetzt vor der Wicklung. In jedem Tooltip-Schaltplan, den ihr findet, ist der Widerstand meistens hier unten. Und da würde ich den jetzt mal durchzeichnen hier, damit das jetzt mal hier nicht zur Verwirrung kommt. Ne? So, also zum Verständnis. Es spielt übrigens, naja, ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Ein bisschen macht es vielleicht schon was, aber für die Erklärung spielt es jetzt keine Rolle, wo der Widerstand ist, weil in Reihe ist ja angeblich alles gleich. So. Jetzt haben wir den Fall, dass wir einmal, wenn wir jetzt sagen, das ist L1 und das ist L2, dann geht es einmal auf Rot gleich L1, beziehungsweise halt über den Widerstand. Aber wie gesagt, spielt keine Rolle. Am Ende geht es hier auf die Wicklung und hier auf L2. So, und hier haben wir schon mal einen Unterschied, weil an L2 geht hier keine Plusverbindung. Also an dem Punkt, liebe Grüße nochmal an Atze, der war damals der schnellste, sage ich mal,
wo ich habe damals gesagt, das kann doch nicht sein, Mensch, das ist doch nicht dasselbe. Und da hat er gesagt, bist du blöde, guck mal, Plus geht doch hier oben und hier geht's an die Zwillwicklung, das kann nicht dasselbe sein, Fall geschlossen. Also da gehen auf jeden Fall nochmal Props an Atze raus. Super erkannt. Atze ist da auf jeden Fall auch fit, ne, ist klar. So, wie geht's dann weiter? Also, ne, um die Unterschiede weiter heraus zu kristallisieren. Wenn wir jetzt mal der Wicklung L1 in den Schaltplan folgen, oder wir folgen jetzt einfach mal der L1 Wicklung und dann kommen wir hier auf die Basis vom Transistor, was hier auch die Basis ist, ne? Die zwei Transistoren. Das ist aber ein PNP und das ist ein NPN. Na, hier steht es schon NPN. Ne? Hier steht es ja wenigstens noch da. Hier, warum soll man es denn überhaupt hinschreiben? Das wissen wir doch alles. Ne? So, das führt dann eben zu solchen Problemen. Also könnte man sagen, dass die Basis, wenn wir jetzt mal die Basis mal rückwärts. Warum habe ich noch eine andere Farbe? Ich habe noch eine andere Farbe. Wenn wir die Basis jetzt mal rückwärts gehen, gelb ist natürlich blöd, das seht ihr nicht. Ah, jetzt kommt gerade jemand in den Hangout. So, ich nehme jetzt mal Bleistift und mal hier den Stromverlauf von Basis zu L1. Ist hier der Verlauf von der Basis. Und hier ist von der Basis der Verlauf zu L2. Also Basis gleich L2. Und dann geht es sogar noch, ich mache jetzt mal einen Pfeil L1, also wieder komplett was anderes als, also sagen wir, bis zu der Mittelanzapfung ist es gleich, aber hier ist dann wieder anders verschalten. Ne? So, der dritte Punkt, da nehme ich jetzt mal den schwarzen Stift. Wir gucken uns den Verlauf vom, hier war jetzt Kollektor, Emitter, hier ist Emitter, Kollektor. Da das PNP ist, um wieder alle zu verwirren, ist es jetzt ein klein bisschen umständlich. Wir vergleichen jetzt quasi den Wicklungsanschluss beider Schaltungen gegeneinander. Das ist einmal hier Emitter und einmal hier Kollektor. Das liegt aber daran, dass es PNP und NPN ist. Man könnte das jetzt auch einfach gedanklich umdrehen, dass das hier der Kollektor ist. Dass wir jetzt mal sagen, wir gehen vom Kollektor, also vom letzten freien Beinchen, wir machen es so, vom letzten freien Beinchen folgen wir den Stromverlauf und kommen dann hier zur Mittelanzapfung der Wicklung. Hier, wenn wir jetzt hier nach oben gehen, kommen wir zu L, also Kollektor in dem Fall zu L2 und in dem Fall, hier ist es jetzt Emitter, ne? Ich schreibe Emitter, in Klammern Kollektor, gleich L1 plus L2 Anschluss. Ne? Also diese Mittelanzapfung, die geht hier an Emitter. Bei NPN wäre es der Kollektor. Und hier geht die Mittelanzapfung direkt an Plus. Ne? Also das ist ein riesen Unterschied, signifikanter Unterschied. Ne? Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, guckt euch den Meissner Oszillator an. Der ist zum Verständnis in allem, ob jetzt Schuldief, Bedini, Sperrschwinger etc. Guckt euch am besten natürlich alles an. Dann habt ihr das Maximum, was ihr rausholen könnt. Ne? Aber bitte hört auf, den Sperrschwinger als Joule-Dief oder das Joule-Dief als Sperrschwinger zu bezeichnen. Ne? Ihr könnt jetzt hier dran mal sehen, dass die Abschreiberei, das führt eben dazu, dass selbst der Roy, liebe Grüße Roy an der Stelle, ist nicht böse gemeint, ne? Ist nur ein freundlicher Hinweis, dass wir uns da einig sind, dass selbst der Roy, der so lange Joule-Dief Bedini baut, die falschen Begriffe verwendet. Aber wie gesagt, nehmt das bitte in Roy nicht übel, der geht arbeiten, seid dankbar, dass er was macht. Ne? Vielen lieben Dank, Roy, Props gehen raus, dass du mit Family und allem drum und dran da noch dran bist und so kleine Sachen. Das ist jetzt, sag ich mal, für viele Bauern nicht wichtig, aber prinzipiell müssen wir hier mal drüber reden, weil viele bauen dann das nach und sagen, ja, der Action und der Segel und was erzählen die LEDs, die verbrauchen gar nichts und so. Bei uns braucht das alles so viel. Ja, wenn man vom falschen Schaltplan ausgeht, ist das eben ein Problem. Ne? Vielleicht kann man das hier auch noch pimpen oder so, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber hier liegt auf jeden Fall ein kleines Verständnisproblem vor oder so. Und wie gesagt, ich bitte euch, das in Zukunft nicht mehr so zu machen, sondern das wirklich zu trennen, dass man das auseinanderhalten kann. Und vor allen Dingen die große Frage an euch mal,
wie kann man dieses Dilemma, was ja herrscht, korrigieren? Also, weil es steht auch in Wikipedia falsch drin. Schuldig wird halt wie ein Sperrschwinger erklärt, der Sperrschwinger wird wie ein Sperrschwinger erklärt und auf einmal ist der Sperrschwinger dann wieder ein Schuldig von hin und her und hin und her. Und ihr seht aber, diese Schaltung geht von alleine nicht an. Ne? Das ist meinetwegen der größte signifikante Unterschied. Und Plus geht hier auf eine Windung, hier geht Plus auf zwei Windungen. Das wissen die alle Schuldig-Bauer. Jungs, ne? Achtet da ein bisschen drauf und dann, denke ich mal, wird alles auch ein bisschen klarer. In diesem Sinne, lasst krachen. Tschüssi.